Herzlich willkommen in der Informatik-Ecke von BleepTrack. Heute gibt's nochmal den Heapsort. Ich hatte da schon mal ein Video dazu gemacht. Allerdings war das nicht sonderlich gut, muss ich zugeben. War auch eins der älteren. Und das möchte ich jetzt austauschen und nochmal eine bessere und ordentlichere Erklärung machen. Deswegen heute nochmal Heapsort. Okay, wir fangen an mit unserer Zahlenfolge, die wir sonst auch verwenden, und die steht in einem Array. Und wir wollen also Heapsort auf anwenden. Und so ein Array kann man auch als Baum interpretieren. Und zwar, indem man einfach sagt, das Array stellt den breiten Durchlauf dar. Das heißt, wenn ich daraus jetzt einen Baum aufbauen will, sieht es so aus. Am Anfang habe ich oben in der Wurzel die 5. Dann kommen die Kinder 9 und 1. Also ich laufe hier einfach entlang, 9 und 1. Die nächste Zahl wäre die 4 und die 6, dann die 7 und die 3 und zum Schluss noch 2 und 8. Dass der Baum nicht ganz gefüllt ist, macht gar nichts. So, und jetzt, wir möchten sortieren und Heapsort, wie der Name schon sagt, wendet dazu ein Heap an. Und ein Heap ist praktisch so eine Baumstruktur, die aber einer Regel folgt. Und es gibt den Max-Heap oder den Min-Heap. Und wir verwenden hier in diesem Fall den Max-Heap, um aufsteigend zu sortieren. Das bedeutet, bei einem Max-Heap muss immer das Vaterelement größer sein als je das Kind. Machen wir mal ein Beispiel. In diesem Dreier-Tupel hier würde die Max-Bedingung stimmen, weil die 9 größer ist als die 4 und die 9 ist auch größer als die 6. Hier unten allerdings zum Beispiel nicht. Die 4 ist vielleicht größer als die 2, aber die 4 ist nicht größer als die 8. Und da wir jetzt schon hier sind, können wir das auch gleich ändern. Das heißt, wir fangen praktisch von hinten, also im Array gesehen, von hinten an diesem Baum an zu arbeiten. Das heißt, ich komme im Baum gesehen von unten rechts fange ich an. Das hier ist das unterste rechteste Dreierpärchen. Und hier stelle ich diese Heap-Bedingung her. Das heißt, ich muss die 4 mit der 8 tauschen, damit der Max-Heap hier in diesem Teil gilt. Das kann ich gleich mal machen. Also kommt die 4 weg, die 8 weg, die 8 kommt nach oben, die 4 landet hier unten. Und so gehe ich jetzt diesen ganzen Baum durch. Das heißt, das nächste Pärchen, was ich mir anschaue, ist das hier. Da muss ich in diesem Fall die 1 und die 7 tauschen. 1 weg, 7 weg. Die 7 kommt nach oben, die 1 landet hier unten. Okay, dann sind wir hier. Hier haben wir schon vorhin gesagt, dass die Heap-Bedingung an sich stimmt. Wir haben jetzt aber allerdings vorhin hier was reingetauscht, aber die Heap-Bedingung stimmt immer noch. 9 ist größer als 8, größer als die 6. Als nächstes landen wir hier oben. Da stimmt die Heap-Bedingung wieder nicht. Da müssen wir die 9 mit der 5 vertauschen. Jetzt kommt die 5 weg. Die 9. Auch. Die 9 kommt nach oben, die 5 nach unten. So, jetzt haben wir ein Problem. Wir haben hier so eine Tauschoperation vorgenommen. Die hat jetzt aber hier unsere Heap-Bedingung kaputt gemacht. Das ist schlecht. Deswegen müssen wir jetzt praktisch immer da an der Seite, auf der wir getauscht haben, das ist hier praktisch die linke Seite, also müssen wir im linken Teilbaum jetzt weiter gucken, ob es dem gut geht, und in dem Fall geht es dem eben nicht gut. Die Heap-Bedingung stimmt nicht mehr, also müssen wir die fixen. Also muss ich hier die 8 mit der 5 nochmal tauschen. Genau. 5 kommt weg. Die 8 kommt nach oben. Und jetzt haben wir hier eine Tauschoperation gemacht. Jetzt müssen wir gucken, ob es, also wieder auf der linken Seite, ob es dem linken Teilbaum hier auch gut geht. Und hier stimmt der Max-Heap noch. Und jetzt haben wir, also jetzt sind wir auch fertig dann, darunter ist nichts mehr. Jetzt haben wir einen Heap hergestellt. Was man jetzt macht, man tauscht die oberste Zahl mit der letzten im Array. Das wäre in dem Fall die 4. Und wir wissen jetzt aber auch schon, dass der Teil hier sortiert ist. Deswegen müssen wir den uns im Baum eigentlich gar nicht mehr angucken. Ich kann jetzt hiervon aber mal nochmal, machen wir doch hier vielleicht mal den Verlauf des Arrays. Also wenn wir das jetzt wieder als Array aufschreiben, sieht das so aus. 4, 8, 7, 5,
6, 1, 3, 2, 9. Und der Teil hier, ab hier, also hier, ab nach da hinten, ist jetzt sortiert. Das heißt, wir nehmen jetzt nur noch den vorderen Teil und interpretieren den als Baum und arbeiten darauf weiter. Was für uns bedeutet, den Teil hier brauchen wir gar nicht mehr. Und dann geht es im Endeffekt wieder von vorne los. Das heißt, ich habe vorhin irgendeine Zahl hier oben reingetauscht. Mein Maxi kann also nicht mehr stimmen. Deswegen müssen wir nochmal gucken. Und also deswegen kommt jetzt wieder dieser Heapify. Heapify ist praktisch dieser Unteralgorithmus, der diesen Heap herstellt. Der läuft jetzt wieder durch. Hier stimmt der Heap. Hier stimmt der Heap. Hier stimmt der Heap. Nur hier oben nicht. Also wird hier oben wieder getauscht. Und zwar wird die 8 mit der 4 vertauscht. Acht und vier. Wir haben wieder, wir müssen wieder den linken Teilbaum angucken, weil wir das linke Kind nach oben getauscht haben. Also hier ist der Heap auch nicht in Ordnung, da muss die 6 nach oben. Und dann stimmt eigentlich wieder alles soweit. Das heißt, wir können das jetzt eigentlich mal wieder aufschreiben. Dann sieht unser Array praktisch gerade so. Nee, wir schreiben es noch nicht auf. Was jetzt passiert, ist, dass die 8 wieder an die letzte, mit der letzten Stelle vertauscht wird. Also in dem Fall mit der 2. Das machen wir mal noch kurz. Die 8 und die 2 tauschen den Platz. 2, 8. Und dieses Platztauschen passiert eben immer, wenn das Array oder wenn der Baum die komplette, als komplett ein richtiger Heap ist. Also die Heap-Bedingung ist an jedem Dreierpärchen vorhanden. Okay, wir haben jetzt das wieder getauscht. Das heißt, wir haben jetzt 2, 6, 7, 5, 4, 1, 3, 8 und die 9 von vorhin, die ist ja auch noch da. Und die 8 haben wir ja praktisch gerade oben rausgepflückt und vertauscht. Also ist ab das dem Punkt hier jetzt sortiert in unserem Array. Man sieht schon hier, wir sortieren das praktisch hier hinten absteigend rein. Okay, das bedeutet, der Teil ist sortiert, deswegen interpretieren wir den jetzt auch nicht mehr als Baum, kann ich also wegmachen. Und schon geht das Spielchen wieder von vorne los. Hier oben stimmt der Heap natürlich wieder nicht. In dem Fall muss ich die 2 mit der 7 tauschen. Also kommt die 2 weg und die 7 nach oben. Und dann habe ich hier noch wieder einen kaputten Heap. Da wird die 2 mit der 3 nochmal getauscht. Also kommt die 2 weg. Die 3 nach oben. Und jetzt stimmt die Heap-Bedingung wieder im ganzen Heap. Das heißt, ich tausche die oberste Zahl mit der letzten Stelle. 7 und die 2. Okay, jetzt machen wir da wieder das Array draus. 2, 6, 3, 5, 4, 1, 7, 8, 9. Ich glaube, es ist schon ziemlich klar, wie das Ganze funktioniert. Die letzte Stelle hier kommt wieder zum sortierten Teil dazu. Brauchen wir nicht mehr im Baum. So, jetzt geht das Ganze ja schon irgendwie ein bisschen schneller mittlerweile. Okay, hier oben ist unser Heap wieder kaputt. Das heißt, die 6 kommt mit der 2 weg hier. 6, ups. 6, 2. Dann ist unser Heap hier wieder kaputt. Das heißt, die 5 und die 2 werden getauscht. Und wir haben wieder unseren Heap hergestellt. Jetzt wird die 6 und die 1 tauschen wieder den Platz. Damit gehört die 6 zum sortierten Teil. Und das kann ich jetzt, denke ich, gleich mal so aufschreiben. Das heißt, wir haben 1, 5, 3, 2, 4, da ist die 6, 7, 8, 9 und der Teil hier ist sortiert. Und wir legen wieder los. Hier, Heap. Also muss die 5 mit der 1 getauscht werden. 5 kommt hoch, 1 kommt runter. Hier ist der Heap auch kaputt. Da wird die 4 mit der 1 getauscht. 4, 1, so. Heap stimmt.
Das heißt, die 5 kommt wieder an den letzten Platz, die 1 kommt wieder nach oben. Und wir schauen uns das jetzt hier mal an. 1, 4, 3, 2, 5 würde da stehen. 6, 7, 8, 9. Und unser sortierter Bereich ist jetzt schon über die Hälfte. Jetzt sind wir gleich fertig. So, der Hieb hier stimmt wieder nicht. Da muss die 1 und die 4 getauscht werden. 4, 1. Und die 1 und die 2 stimmen auch nicht. Und da gibt es nur eine Möglichkeit, die zu tauschen. 2, 1. Damit sind wir fertig. Das heißt, die 4 und die 1 tauschen den Platz. Die 4 gehört ab jetzt zum sortierten Bereich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4 ist jetzt im sortierten Bereich. So. Wir schauen wieder uns den Hieb an. Diesmal wird die 3 nach oben getauscht. Dann sind wir schon fertig. Jetzt würde die 3 mit der 1 den Platz tauschen. Und die 3 gehört ab jetzt zum sortierten Bereich. Also wandert einfach nur noch die 1 nach oben. 1, 2, also hier im Array hat sich durch die Operation gerade gar nichts verändert, weil es schon sortiert hier steht. Aber die 3 ist jetzt im sortierten Bereich. Und jetzt haben wir es faktisch fast. Jetzt müssen wir noch einmal tauschen. Die 2 ist oben, die 1 ist unten. Und jetzt ist praktisch klar, die 2 würde man jetzt, naja, mehr oder weniger mit der 1 tauschen, aber jetzt ist praktisch klar, dass die 2 die nächste Zahl ist. Ja, nee, also eigentlich, ja, um es richtig zu machen, man müsste die 2 jetzt noch mit der 1 tauschen, sonst stimmt es im Array nicht. Also tausche ich jetzt die 1 nach oben sozusagen auf diese Array-Position. Das heißt, ich habe dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Boah, das dauert ganz schön lang. So. Dann ist die 2 auch im sortierten Bereich. Jetzt gibt es nur noch die 1 und dann ist klar, wir haben komplett sortiert. Und um das jetzt nochmal zu vertiefen, würde ich euch vorschlagen, könnt ihr jetzt einfach mal selber versuchen. Ich habe eine Zahlenfolge mitgebracht, das ist die hier. Die Lösung gibt es wie immer unter dem Video. Macht mal Folgendes. Macht diesmal einen Min-Hieb da draus. Bedeutet, macht erstmal eine Bauminterpretation und macht dann einmal den Min-Hieb draus. Und wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch mal das ganze lustige Sortierverfahren so rum durchspielen. Also viel Spaß dabei, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Katze, jetzt ist schlechter Zeitpunkt gerade. Hey, au!